So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hot Wheels hier in Forza Horizon 3. Natürlich dabei wieder mal der Michi. Hallo. Und wir fanden jetzt beide hier den wunderschönen Jeep Trailcat. Warum hat er so einen komischen Namen? Denn hier sieht aus wie ein normaler Jeep, also ein richtig normaler. Ein bisschen grün, auffällig, aber noch normal. Denn dieser Wagen hier hat dem Motor aus dem Dodge Challenger bzw. Charger Hellcat mit knapp über 700 PS, aber das reicht ja nicht, ne? Wir haben beide voll aufgebaut soweit, auch hier auf S1. Mit 700, ich glaube 781 kW auf 1,2 Tonnen. Kann man ja schon mal machen, würde ich sagen. Heute fahren wir wieder mal etwas mehr Rennen. Oder endlich mal Rennen. Wir haben bis jetzt hier das S1-Rennen liegen lassen. Aber hier haben die Ecke ist das erste schon. Was heute fahren werden. Hat natürlich ja Allrad, das gute Stück hier. Ach du Scheiße. Wow. Ui, 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 ui. Ich habe irgendwie nicht zu früh gebremst. Mal gucken, was der Wagen so kann oder auch nicht kann. Erster. Das stimmt gar nicht. Kann niemand beweisen, ja? So, Horizon Hot Wheels. Dreadnought. Dreadnought? Wieso habt ihr mich schon wieder? Was soll das? Das ist voll unfair. Ich nehme ja das Voreingestellte einfach von Hot Wheels. Hat auch eine geschmeidige 10er Beschleunigung. Kann man ja mal machen. In einem Jeep. Diesmal wieder gegen KI. Oder KD. Künstliche Dummheit. Ja. Also die ist hier bei dieser Hot Wheel Expansion schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja, aber hier fällt mir es besonders auf. Ja. Aber es gibt auch schlimmere Spiele, also muss man auch mal sagen. Ich okay. Hab doch schon deutlich schlechteres gespielt. Von der KI her als Forza. Oh Gott, es sind lauter Sportwegen. Wir haben doch auch quasi so einen Sportwagen. Naja, fast. Wir haben dafür wahrscheinlich am meisten Leistung. Tippe ich jetzt mal. Zagato, Ferrari, Ford GT. Oh, nicht schlecht, ne? Nissan GTR. Mit dem Wagen. Alter, danke fürs Rahmen. Okay. Oh, Kurvenlage ist so eine Sache, ne? Ist ein bisschen vorhanden. Aber nur ein bisschen. Hört's aber schon auf. Okay. Oh Gott, Looping. Hui. Ist schon schnell, ne? Bin sehr überrascht gerade eben. Also so kann es gerne bleiben. Vielleicht, dass ich weniger Scheiße baue. Aber sonst. Oh. Zack, knapp. Oh Gott. Naja, Kurvenlage, so lala. Nein! Was passiert? Bin abgeflogen. Hier oben war eine Sprungbeine ran. Als Fähigkeitenpunkt zählt 100.000 Fähigkeitenpunkte. Oh ja. Ach Fabian. Was denn? Bin schon wieder abgeflogen. Das Beste ist die drei Runden, ne? Also wie weit ich springe. Das ist schon eine Lamborghini Reventon. Kannst nicht fassen, ich bin immer noch nicht Letzter. Gibt's doch gar nicht. Doch, bei Roller. Okay, ich war ja auch nicht Premium, muss ich sagen. Aber, also der Wagen, der ist eigentlich mal so scheiße hier. Der geht halt mega gut voran. Ich meine, in den Kurven, da sieht er kein Land. Also beim Beschleunigen, da sehen die anderen kein Land. Das ist wohl wahr, aber ich bin... Und mich sieht an sich kein Land. Nein, ich bin völlig... Ey! Leute, was zur Hölle... Was zur Hölle war das, Alter? What the fuck? Ich habe mich so mehr oder weniger vor oder im Looping gedreht. Ich weiß nicht warum. Ich bin noch Dritter. Okay, ich baue ziemlich viel Scheiße.
Jetzt mal hier rechts lang. Achso, Michi, bei dieser Kreuzung, wenn du links lang fährst, kannst du nicht runterfallen. Okay, ja, ich bin rechts. Mich hat es auch immer wieder rechts zurückgesetzt. Nein, oh Mann! Ich bin immer noch Dritter, Alter. So viel Vorsprung. Die ersten beiden werden wir das dann für sich entscheiden. Ich bin dann noch Dritter. Also, wenn es möglich ist. Ah ja, du gehst wieder nach vorne, finde ich gut. Ja, ich muss jetzt ein bisschen langsamer. Was hast du gesagt, links fahren? Hm, das ist besser. Ja, wesentlich. Okay, ja, stimmt. Muss ich mal merken. Links ist wirklich einfacher. So, jetzt gleich dritte Runde. Drei logischerweise. Ziemlich langes Rennen. Oh Gott, ey. Ein zweiter. Oh, jawohl. Ich bin diesmal sogar auf dem oberen Streckenabschnitt gelandet. Ich hatte bis jetzt immer. Gerne Zweiter werden. Wäre ziemlich geil. Erster wäre noch geiler, aber. Obwohl, ich hole da ganz schön hart auf. Oh nein, okay. Jetzt bin ich an der Wand lang gefahren. Oh, ihr kommt ja schon wieder runter. Ich war gerade erst hoch. Ich sehe aber trotzdem wie ein Schiff, das Teil. Ich wollte trotzdem auf dem Wagen auf. Obwohl meine Fahrweise richtig hart erbärmlich ist. Ja, schaffe ich aber, glaube ich, nicht mehr, Erster zu werden, ne? Ah, wohl. Oh, oh, nein, das ist ein Witz! Das ist ein Witz, das kann doch nicht sein! Jetzt setz mich zurück! Das ist doch, oh Mann! Ich bin beim letzten Sprung, ne? Ich bin neben der Strecke gelandet, 3 Meter oder so. Gefühlt. Oh, okay. Du hast eine Kurve vor Ziel, den ersten Platz versendet. Oh Mann! Ich hätte Erster werden können, aber nein, dieser scheiß Sprung. Immer ein Zweiter. Und Michi jetzt noch gerade Achter. Also, nee, Zweiter. Neunte. Aber unser Team sollte eigentlich gewinnen. Ja, jetzt wieder Achter. Oh, Sechster. Fünfter, Alter. Ja, aber ich muss noch ins Ziel kommen. Oh, ich, kurz davor. Nein. Aber Fünfter ist auch toll, oder? Ja, aber ich hab's nicht mehr ganz bis ins Ziel. Mann, das ärgert mich so. Ich hätte ja eigentlich Erster werden können. Aber dieser blöde Sprung, ey. Das wäre echt nicht cool. Naja, trotzdem, das Team hat gewonnen, deswegen. Was ist das eigentlich? Oh, 42.000 Credits. Alter. Nicht schlecht. 37,9. Okay. EP-technisch. Ja, 19.000. Geht. Knapp 15. Boah, komm mal machen. So. Dann kriegen wir, denke ich mal, 2 Medaillen. Genau, 1000 Fähigkeitspunkte waren es nicht. Über 2 Sterne bekommen wir eine Credit-Belohnung. Interessant. Schaffen wir vielleicht beim nächsten Rennen. Was war denn mal auch das hier? Ist ja nicht weit weg. Wir hätten noch 100.000 Fähigkeitspunkte gebraucht. Ja, aber das war mir gar nicht wichtig. Nee, nicht mit dem Auto. Doch, das schafft man, glaube ich, sogar. Man muss halt nur gut konzentrieren und sauber fahren. Oh, ja. Dann geht das einfach. Und tschüss. Alles gut, nichts passiert. Ich weiß nicht, wovon du redest. Da ist eine EP-Tafel. Halt, stopp.
So, da drin hier im Schiffswrack. Genau, ich fahre natürlich auf der falschen Seite. Und jetzt. Riesenbaby. So, hier reinfahren. Und ein. Oh, süß, 1000 EP. Naja, das heißt nichts. War ja auch einfach. So, Rennnummer 2. Das heißt, drohendes Riff, ein Sprintrennen. Mal gucken. Oh Gott. Ich habe das Bonusziel wieder mal nicht gelesen. Aber Gewinn sollte drin sein. Also der Wagen, der ist auf Platz 1, der ist in Ordnung. Er fährt sich nicht geil, aber er ist gut. Er stark, ja. Aber Handling, Naja, das kannst du nicht schon noch klappen. Aber gut, vielleicht muss man sich einfach ein bisschen damit einfahren erst. Ja, das kann man auch, denke ich mal, ziemlich gut machen, nur man braucht ein bisschen Zeit dafür für die Autos. Dröhnendes. Dröhnen gleich die Motoren. So. Team Dravatar. Kann nix. Platz machen. Dankeschön. So, wieder ein Stalldeck hoch hier. So, gehen wir weg hier. Audi. Oh Gott. Oh, joi, 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 joi. Kleiner Offroad-Ausflug. Ist halt ein Offroader, ne? So. Und ab. Ist Wasser gefallen? Ja. Okay, der Turbo war nicht ganz so toll. Bremsen, so lala. Wird schon besser losgefahren. Ich bin auch schon besser gefahren, das auch. Ich will wieder geradeaus fahren. Oh, ich bin abgehoben. Ich bin richtig abgehoben, ey. So, hier eine schöne Kurve im Kreis. Ja. Gott, ey. So, Clubbahn 4 erreicht. Oh, ist ja auch nicht schwer. Sportwagen ziehen an einem hier vorbei. Ich nur für den vierten Platz, leider. Schade. Schade, schade, Schokolade. Dieser Sound, ne? Boah. Ja, der letzte, ne? Geht leider an Micha. Schade. Na gut. Ja. War aber also nicht so eine geile Strecke, fand ich. Waren viele blöde Kurven. Ich komme mit dem Auto auch nicht zurecht. Aber gut. Mit Sicherheit Feintuning-Sache. Ah ja. So. 11.000 EP, immerhin.
gibt leider nur eine Medaille diesmal. Also fehlt uns noch eine für die nächste Belohnung. Bei mir zumindest. Wie viele Medaillen hast du? Ich hab. Oh, keine Ahnung. Wo sehe ich die schnell wieder? Da musst du, wenn du jetzt gleich hier in der Welt wieder bist, auf Start gehen, ins Menü. Das müsste dann eigentlich oben stehen. Bei dem Level, glaube ich. Oder Namen. Wunderschöne Ladescreen. Oh, 125. Ich, okay. Ich habe ja gerade noch 79. Was haben wir da noch Schönes? Wir machen noch ein Rennen, komm. Okay, Stuntrennen. Interessant. Steilrennen. Wir machen mal Steilrennen. Das klingt doch ziemlich geil. Warum bin ich hier im Wasser gespawnt? Okay. Wo bist du? 1,6 Kilometer vom Ziel. Ah. 3,1, aber bin hier leider... Ach, 700 Meter. Na, geht doch. Ja, aber doch unten gar nicht so falsch. Ist um die Ecke hier. Gott. So, Halfpipe. Klingt ja ziemlich nice. Wir werden quasi die neuen Tony Hawks. So, und das Ziel hier, das Bonusziel ist Rundenzeit unter 1 Minute 15. Werde ich sicherlich nicht schaffen. Davon gehe ich jetzt mal stark aus. Aber Halfpipe, ja, klingt ganz nett. Schöne, schnelle Kurven, so steilwandmäßig. Gefällt mir. So, Moment. Ordentliche Sätzen hier. Gerade überlegt, ob ich mir nicht ein neues Auto nehmen sollte. Aber gut. Ist ja nur für diese eine Folge. Gott sei Dank. Ja, ich glaube, mit dem kann ich mich nicht so richtig anfreunden. Man müsste mal drüben auf dem Festland probieren. Der macht sich bestimmt im Outback oder so. Ja, ganz das ist schon richtig gut. Aber hier auf der Plastikbahn komme ich nicht damit zurecht. Wieder müde, ey. Ja, gut. Aber für die, die es jetzt nicht wissen, ich bin ja hier gerade, mache ja gerade mein Abitur. Heute war Prüfung, hier am Montag, BWL-Prüfung. Musste da ja um 5.45 Uhr aufstehen. War nicht so geil. Hab so ungefähr 3 Stunden geschlafen. Oh, war nicht runterfallen. Deswegen bin ich einfach so ein bisschen müde. Einfach aufstehen mag ich überhaupt gar nicht. So. Ja, dezente Halfpipe. So eine kleine. Aber ich bin nicht ziemlich schnell. Alter. Okay, das war ein wenig zu schnell. Oh Leute, hier diese Dinger sind, das wieder diese Kreuzung. Gott, ey. Ich kriege jede Folge einen Scheiß zusammen, ey. Das ist ja unglaublich. Eine Strecke scheint aber ganz gut zu sein. Für den Wagen. Ich wechsle hier gerade die Positionen durch. Wird gerade schön nach hinten durchgereicht. Okay, Bonustisch habe ich auf jeden Fall. Mit der ersten Runde. Deswegen, oh, das war aber knapp. Am besten halt nicht so schlecht sein. Also, ich versuche nach vorne zu kommen. Das ist natürlich immer einfacher gesagt als getan. Ja. Ich würde gerne hier die 3 Medaillen bekommen. Das Bonusziel, das war eigentlich relativ einfach. Und Zeit 1,15, das ist ja war mega einfach. So, meine Stimme macht gerade einen harten Abgang. Ah, die Strecke, die ist nice. Sollte ich auch eigentlich Erster werden.
So. Gleich in die letzte Runde. Ich spiele hier Bansenbillard. Oh, Herausforderung abgeschlossen. Da siehst du. Wenn du so achter bleibst, das passt eigentlich. Wir haben genug Punkte. Und auch wenn ich erster bleibe, natürlich. Was sollte ich eigentlich? Der Programm hat mich wie immer schon verkackt, aber auch teilweise gewollt. Ich will weiter nach vorne. Wer nicht? Das müsste sogar reichen, wenn ich erster werde und letzter wirst. Das reicht, glaube ich, sogar auch. Der wollte es nicht provozieren, noch fünfter, nice. Weg! Nein! Easy gewonnen, Alter, richtig easy. Sollte aber hoffentlich gewinnen. Naja. Sollte reichen. Oh, die Sonne geht gerade so schön unter. Ach komm! Er hat ihn noch überholt. Ich hab's gerade gesehen, weil ja, ich knapp. Kurz vorher noch. Oh Mann. 10 Tage erst geworden, aber reicht trotzdem für die Teamleistung. Oh, danke fürs Mitnehmen. Kein Ding. Also der Jeep und ich, wir waren keine Freunde. Das glaube ich auch. Nee. So. Eins, zwei, drei. Mit allen. So mag ich das. Creditbelohnung. 150.000. Oh, nice. Und bei 100 Medaillen gibt es die Hot Wheels Golden Veranstaltung. Alter, jetzt schon? Das geht aber schnell. Naja, du hast die Driftzonen schon gemacht und. Habe ich, glaube ich, alle ich auf drei Sterne, oder? Ich guck mal kurz, ob ich alle Driftzonen auf drei Sterne habe. Ich glaube aber schon. Von den Leuten von Hot Wheels. Ich schwöre, dass selbst meine Horizon-Leute kaum mit ihnen mithalten können. Pärstans-Blitzer, alles mögliche. Blitzerzonen. Fahnenschilder. Aber eigentlich müsste ich soweit alle Driftzonen auf drei Sterne haben. Die waren auch nicht so schwer, fand ich. Ich bin sogar bei einer, das habe ich hier weiter unten. Ich gucke mal kurz. Und zwar ist hier Dino-Pfad-Driftzone. Da brauchst du für drei Medaillen 40.000 Punkte. Ich habe gute 70.000. Da war ich, glaube ich, letztens in der besten Liste global unter den besten 3%. Okay. Ich bin, ja, in den besten 3% von 49.074 Spieler. Ich warte immer noch auf meine ersten drei Sterne, egal ob in Blizzard Mountain oder auf dem Festland oder hier. Wo sind wir denn gerade? Ach, wir sind da. Ist da noch ein PS-Land in der Nähe? Wie Blitzerchen oder so? Driftzöhnchen? Ah, guck mal hier. Das machen wir nochmal schnell. Ist ja nicht weit. Einmal zurück. Jo. Welten in 30 Zügen. Oh, hast du eine Rune gesetzt? Hm. Diese nicht. Warte, ich mach nochmal. Oh! So? Was machst denn du da oben? Nix. Okay. Oh ja, Kurvenlage. Ach, die Kurve wieder. Kennen wir ja schon. Ja, also die Halfpipe lässt sich verhältnismäßig gut fahren, finde ich. Vollgas halt, ne? Jawohl, dann zieht es einen auch schon ein bisschen weg. 257, irgendwas. Natürlich wäre es gedacht, wieder mal zwei Medaillen. Es ist natürlich jedes Mal so.
Krieg niemals 3, krieg immer auf Anhieb 2. Wir brauchen 266. Das kriegen wir hin. Ja, nochmal ein bisschen Aber Ammo. das, ich wollte es gezogen, das geht aber nur von der Seite, ne? Nur wo wir das auch gerade gemacht haben. Ja, weil von hier geht es nicht. Ne. Wir müssen, glaube ich, noch ein bisschen weiter oben fahren. Für den höheren Kurvenspeed, dann schafft man das, glaube ich. Ich hoffe, dass du Also würde ich jetzt momentan zumindest mal nicht. sagen. Ich hoffe, dass du nicht gerade auf der Strecke bist. Noch nicht. Okay, 218. Ups, Entschuldigung. Kein Problem. Wow. So, schon mal zwei. Nein! Menno! Fall gegen die. Oh, Ups oh, ist und tschüss. runtergefallen. Oh, aber gut gelandet. Oh. Nein, nein. War ich gelandet. Einmal noch. Und wie viel hattest du drauf gehabt? Weniger. Ich glaube 255. Okay. Ich bleib mal hier unten. Gut. Aber mache ich noch eine letzte Folge. Wieder oben. Das ist mein Weltrekordversuch hier. Ach Das kann nee. nicht sein, Alter. 258. Ich schaff nicht mehr. Bist du runtergefallen, Oh, oder? ach, ja, 258 hatte ich auch. 7 km mehr. Das ist, glaube ich, echt nicht einfach mit dem Wagen. Komm zu dir. Mal gucken, wo du denn landest. Oh, bist du wieder zurück? Ich bin hier am Ende. Gruppenzielpunkt. Na, ich bin einfach nach der Blitzerzone hier. Am Ende. Wo man da voll gegen die Wand gefahren ist. Ich bin lost in space. Falsche Richtung. Ich hab. Bleib mal stehen. Ja. Oh, ist Warte, eine ich mach. schöne Aussicht hier oben. Was siehst du? Ja, genau da wolltest du auch hinfahren, ne? Für die Aussicht. So, ich fahre ja mal kurz hin, hier oben. Echt nette Aussicht. Ich bin auch Ich links. schaue hier gerade Ja. schräg rüber auf die Stadt. Hi Fabi. Hallöchen. Noch halbwegs ordentlich hinstellen hier. Dann wieder natürlich vielen Dank an dich, Micha, fürs Mitmachen. Ja, gerne. Obwohl heute war ich ja keine große Hilfe, ne? Naja, aber du warst eine Hilfe. Okay. Ja. Eine kleine Hilfe ist besser als keine Hilfe. Das ist auch wieder wahr. Worte vom Meister der Weisheiten, Fabian Skilling. Wer kennt dich, wer kennt mich nicht? Ich bin weltbekannt. Ja. Na, auf der ganzen Welt halt. Ich kenne alle meine schlauen Sprüche und Weisheiten. Und schlauen Sätze, die ich sage. Naja. Dann natürlich hier vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Jo, tschö.